Das Rhizom oder der Körper schützt sich also somit selbst, indem er die Zeit, die Präsenz und von Essenz und von Existenz, die Präsenzexistenz nicht kontinuierlich sich selbst präsentieren lässt, dass Zeit da ist und diese Zeit und dieser Raum durch es erzeugt wird, als Nebenprodukt des Filmschaffenswerks. Die Zeit verfließt, die Zeit vergeht, ohne dass es bemerkt wird. Ist etwa so ähnlich, wie wenn man einen opulenten Film betrachtet, aber die Grammatik, die Drehtechnik dafür nicht gleichzeitig bemerkt, wenn man nicht mit entsprechend geschultem Auge drauf blickt. Lebenszeit verfließt, und zwar meist so, dass alle am Ende im letzten Moment eines letzten aufbäumenden Existierens von vorher nur Existierens von vorher nur es ausgehalten haben, fragen werden: Was, das soll nun alles gewesen sein? Aber nun ist's zu spät.